Na dann, auf geht's. Weiter in die nächste Runde. Für die nächste Folge. Seid gegrüßt und willkommen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich stehe hier auf eine noch nicht funktionierende Teleporter-Plattform, obwohl sie hier am Rumwabern ist. Warum dazu ist, weiß ich nicht. Vielleicht fehlt mir da noch was. Ich hatte ja aus der Truhe dieses wie hieß denn das jetzt nochmal? Ich habe das Ornament für den Schaltersturm gefunden. Schaltersturm. Ne? So, jetzt hören wir aber hier mindestens zwei Schattenläufer im Hintergrund. Also, ich höre so einen doppelten Sound, so. Also, da könnten dann zwei sein. Eventuell meine ich natürlich. Irgendwo hier. Die sind so laut. Ne, hier ist nichts. Ich will erstmal hier so ein bisschen untersuchen, was es hier gibt. Falls es hier was gibt, irgendwo. Nein. Ich glaube, da oben auch nichts. Hier bin ich noch gar nicht entlang gelaufen. Bin ja von da unten gekommen. Okay. Gut, dann werden wir mal hier an der Stelle mal wieder speichern. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder meinen Bogen neu bespannen, also neu beseiten, also mit meinem Giftpfeil, weil normale Pfeile habe ich nicht, die immer standardmäßig drin sind. Wenn ich denn meinen Bogen ziehe, dann kommt er nicht. Also, ja, alles klar. Die Urlöwin ist da am Machen und Tun. Und, was soll's, wenn wir erstmal anpieksen, damit wir nachher im Nahkampf nicht so doll... beschädigt werden. Ja, die sind hart. Die Löwinnen, die sind hart. Gut, dann gucken wir weiter hier. Oh, da hinten sehe ich eine weitere Plattform. Eine weitere Plattform. So, gibt es hier Lootmaterial? Oh, plupp. Auf einmal spawnen sich da die Sachen hin. Gut, die Reichweite ist natürlich im Renderer nicht so weit eingestellt. Wegen Geschwindigkeitseinbußen, technisch gesehen. Ja, und da haben wir zwei Löwen und einen Trollinger. Haha, speichern. Wobei ich mich frage, ob das jetzt ein gewöhnlicher Troll ist oder wieder so ein zäher Troll. Oder wir hatten ja auch zähe Krokodile und sowas gesehen. Nee, das sieht nach einem normalen Troll aus. Den mache ich nur als erstes Oll. Mache ich jetzt den Troll? Knipse ich mal an, weil der ist ja nicht so schnell. Genau, richtig. Oh, und der. Jo. Der ist ein bisschen widerstandsfähiger. Mal gucken. Gucken wir mal nach. Oha. Oh, weia. Der hat mich jetzt eingeballert hier. Ja, auch das wird wohl nichts werden. Müsste mich mal aufladen. Energie. Wie denn noch hier im Fass? Ja, habe ich noch. Oh, ich habe kaum noch Mana. Oh ja, das hat geklappt. Perfekt. Ich möchte nicht irgendwie wieder neu anfangen müssen, nur weil ich hier ziemlich leiser. Also, einmal die Combo richtig mal angefangen, dann geht das ja auch. Kitauki. So, dann die beiden Löwen. Auch nochmal. Waren ja hier bei der Plattform irgendwo. Ja, genau, richtig. So, bevor ich da weitermache, werde ich mich mal eben kurz verpflegen mit geistiger Kraft. Dann versuche ich sie mal beide einzufrieren, nachdem sie hoffentlich beide gleichzeitig auf mich zukommen und so langsam auf mich zuschreiten. Seit wann stotter ich? Nein. So? Ja? Nein? Oh, der andere hat den Popper zugewandt. Dann wird das so nix. Mhm. Okay. Los, wechsel schnell die Waffe.
Mensch, ich glaube, ich muss anders machen. Auch wieder knapp vor kurz. Weil ich ja mit dieser Einhandwaffe kaum Reichweite habe. Ich habe ja mal eine gute Waffe. Ja, hier, die hier. Das Echsenschwert. Ich versuche es damit mal mit den zweiten Löwen. Ja, bloß da bin ich halt eben in der Kombo nicht so gut. Also rechts geführt, links. Mal gucken. Also so in der Theorie funktioniert es für mich. Ja, dann schauen wir mal weiter. Okay, vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen anknapsen. Ach, sogar ein Mädchen wieder. Hallo? Jetzt. Oh, das sieht gut aus bis jetzt. Ja. Ging ein bisschen besser. Könnte noch besser gehen, finde ich. Zumal ich bei zwei Händern nur 75% habe und beim Einhänder 81% an Fähigkeiten. Und war haben wir wieder da eine Truhe. Ja, ja. Ich fall da nicht drauf rein. Ne? Also dann werden wahrscheinlich hier irgendwie andere Peoples kommen. Abspeichern hier und frisch machen. Oder wollen wir mal gucken, was denn als nächstes für Monsterchen kommen. Nachdem ich erstmal hier meine Pille geschluckt habe, meine Langsampille. Okay, das ging fix. Noch ein Ornament, Raute. So. Ah, okay. Skelettmagier. Oh, mit Looping. Okay, der ist hin. Wunderbar. Gut, die haben nix. Da haben wir mal wieder hier dieser Überraschung ein Schnippchen geschlagen, ne? Cool. Auch wieder abspeichern. So, dann haben wir hier wieder einen Fall mit Wasser. Ein Wasserfall, mal gucken. Komme ich hier so rum? Oh, ist was mit Dings hier. Mit Strömung, sehr schön. Und hier haben wir wieder ein Teleporter. Wabert zwar, ist der aktiv? Auch nicht aktiv. Was sagt denn das Logbuch? Ich habe das Ornament für den Schalter Raute gefunden. Okay, dann werden wahrscheinlich die Schalter auch genau diese Symbole haben. Soweit ich da so kombiniere. Ja, okay. Und okay, diese Hänger werde ich so lassen. Ich habe nämlich so eine Making-of von Making-of gemacht. Also ein Double-Feature. Oh, gesprungen. Gut, dann wäre das für dieses Plateau erstmal erledigt, oder? Ja. Was ist denn hier? Hier sind wir wieder. Herstelle. Okay. Geht's denn hier noch weiter? Geht es nicht. Okay. Und die große Frage. Da fahren wir weiter. So, genau richtig. Immer während des Falls. Pfeil nach unten drücken, also nach unten steuern. Das macht das die Sache ein bisschen. Ich muss gucken, was hier. Ein bisschen besser. Wie beim Vierschanzenspringen. Heißt die Landung noch mal? Ach, sobald man aufkommt mit den Skiern. Also ich will wissen, wo hier jetzt der Dings ist. Der Schattenläufer. So, hier sind wir ja hoch. Wäre super geil. Dann werde ich mich weiter wieder runter begeben. Zwar hier hin. Ist auch hier irgendwo in der Nähe.
Wieder sehr pflanzenreich hier. Was ist das? Textur? Ja. Okay, hier in der Nähe ist er. Noch eine Textur. Hier geht es ganz tief in die Tiefe. Ja, da kommen wir nicht weiter. Müssen wir es irgendwie... Stopp! Eine Höhle? Tatsache, da ist eine kleine Höhle. Da wird wahrscheinlich der Schattenläufer sein. Ich muss schnell sein beim Schattenläufer, so will ich das nicht. Okay. Jetzt macht er das wieder, dem ich... Genau, okay. Ah, Schwefel. Hier gibt's Schwefel. Wieso bist... Ja, genau, richtig. So muss ich das haben. Gibt's nochmal Schwefel? Gut. Ah, hier ist es gut. Schwefel gut für Sprengpfeile. Ein bisschen hier. Hier war doch noch was. Feldknöteritsch, richtig. Schwefel. Ja, das ist... Die Schnarchgeräusche kenne ich. Zwei, wusste ich's doch. Zwei Stück. Okay. Wollen wir mal speichern. Sehr Wüstenschattenläufer. Und dann ist er auch noch direkt... Wird der andere denn wach dadurch? Wenn ich mit dem kämpfe? Ist der zwei Stück? Was ist das? Okay, dann weißt du was, dann werden wir erstmal den hier nehmen. Mann, die Kombos! Dann haben wir ihn nochmal. Wenn ich jetzt versuche, mit dem Echsenschwert mal zu metzen. Oh! Schwerfällig. Aber ich habe nicht so viel einstecken müssen. Gut. Okay. Gucken wir mal, wie es hier nun weitergeht. Hier gibt es noch Schwefel. Gibt es hier noch irgendwie mehr? Da ist noch was. Perfekt. Noch mehr Schwefel. Okay. Bin gespannt, wo wir da langkommen. Wieder an einem Wasserfall raus. Ja, ich drehe mich ab und zu mal um zu gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ein Lootgut. So, was ist das? Textur. Wieder so ein Löwe. Hier gibt's nur Löwen. Sowas beklopptes aber auch. Ja. Oh nee, das wird jetzt doof. Die hat mich schon. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen Magie probieren. Vielleicht funktioniert das was mit einem kleinen Feuersturm. Aber ich weiß es nicht. Oh. Okay. Trotzdem. Ja, wieder zu knapp. Ja, und der Zweihänder ist mir dann doch viel zu träge. Ja, das ist jetzt hier wieder so eine Wandlung bei mir. Aber ich muss das alles selber ausprobieren. Okay, weiter geht's. Moment mal. Das ist ein Vorsprung da. Aha. Kann man da runter? Na, das ist mir noch ein bisschen zu creepy. Ah, da ist eine Giftfliege. Ja, okay. Jetzt kommen wir hier sogar weiter. Ey, das ist wirklich spannend hier. Okay. Hab ich wieder was vergessen, übersehen? Gibt's eine Höhle? Ihr kennt mich, ne? Oh, Mann. Oh, nee, das ist nur eine Vertiefung. Gut, weiter.
Hat er mich ums Eck schon irgendwie gesehen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ist er weg. Ist wahrscheinlich hier runtergefallen. Selber schuld. Da ist er sogar. Zähes Krokodil. Ah, der ist jetzt irgendwo da. Eventuell war er das. Dann ist er eventuell schon vorverletzt. Name. Vorverletzt. Sonst nix hier? Okidoki. Noch ein wabernder Wasserfall. Da ist was. Wir speichern. Kleiner Feuersturm. So, komm. Okay, haben wir ohne großartig jetzt Schaden davon getragen zu haben. So, würde mich nicht wundern, wenn es hier noch mehrere Löwinnen gibt. Löwinnen. Löw-Innen und Löw-Außen. Ja, diese Genderifizierung, die geht mir persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die komischen Ketten. Aber hier haben wir wieder auch etwas mit Schwefel vorm Eingang. Wenn mich mein Auge nicht täuscht. Nee, Pilz. Und wir hören wieder einen Schattenläufer. Schlafen. Da ist er. Schleichen wir uns mal so langsam ran. So. Ist der hinterrucks oder nicht? Doch, okay. Guckt uns mit seinem Popo an. Nee, doch nicht. Okay, jetzt da. Zäher Wüsten. Ängst. Nur noch mehr Dunkelpilze. Ja, das ist natürlich jetzt. Hier ist doch noch was. Auch wieder irgendwie Zivilisation gefragt, dass ich dann irgendwo auf ein Camp trete, also oder zulaufe, wo es irgendwie ein paar Menschelchens gibt, wo man ein bisschen was machen kann, kochen, zubereiten. Oha, ich höre etwas. Ich glaube, ich schlafe erstmal. Vielleicht lädt es mich ein bisschen mit Energie auf. So, hoffentlich ist das hier nicht zu steil, liebe Freunde. So, Artefakte, da bist du ja. So. Ja, okay, bleibt hängen, das ist gut. Denn wenn es zu steil ist, dann rutscht mal das Fell runter. Ist mir ja schon mal in der Höhle passiert. So. Schön. Nicht so ganz. Wie sieht's mit meinem Mana aus? Auch nur die Hälfte. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Erstmal hier looten. Dunkelpilz. Ist hier am Rand noch was? Hier so auf die. Doch hier. Ah, diese Tarnfarben. Das ist die Natur. Macht das gut. Das Spiel auch. Was ist denn hier im Hintergrund zu hören? Boah, ist das weitläufig wieder und gut gemacht. Wie immer. Natürlich über mir sein, ne? Man weiß es nicht. Gut, okay, speichern mal. Und dann gucken wir mal, ob wir hier rüber springen können. Ja, das ist doch easy. Gibt's hier was? Nein. Okidoki. Haha. Also man kann hier oben noch drauf, weil sonst würde dieser fette Stamm hier nicht sein. Oh, als hätte ich es geahnt. Da ist er. Da ist er ja. Der gute alte Schadeläufe hier. Auch hier gilt es wieder ihn. Nein? So, bin ich im bin gar nicht im Schleichmodus. Okay, ja, hier gibt es wieder Lootgüter, das machen wir gleich. Und ich Schwefel. Oh, noch mehr Schattenläufe hier. Nicht furzen. Nicht furzen.
hier was? Ja, hier. Noch ein Kristall, ein Bergkristall. Oh. Ah, haben wir noch was. Schön. Bergkristall. Noch ein Bergkristall. Das fällt bei dieser Bodentextur so kaum auf. Ich habe ja auch den Item Locator abgeschaltet, beziehungsweise der funktioniert hier bei der Renderer-Version nicht. Okay, dann wollen wir uns da auch wieder anschleichen. So, bevor ich die Waffe ziehe, gucke ich doch mal lieber noch nach, ob ich sich hier noch hier siehste, Bergkristall. Und wieder Popowärts hier gerichtet. Ich würde mal sagen, jetzt können wir wagen. Ja, das muss man mit dem Timing machen, weil so ein springender Gegner, da muss man ein bisschen abwarten, nicht gleich sofort zuhauen. Ja, ich hab doch gewusst, hier ist noch was. Super. Mhm. Oh, Leute. Oh, jetzt sehen wir das Ding mal ein bisschen von einer anderen Höhe. Schön. Speichern. Weiter geht's. Oh, erstmal hier so um die Ecke spazieren, ganz vorsichtig. Aha, da hinten ist eine Mini-Oase mit vielen Bäumen und zwei Mammutbäumen. So, jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Ding sowieso nur von unten betreten können. Also da von der grünen, vom grünen Tal aus. Ist halt gar nicht mal so verkehrt, hier irgendwie weiter zu gehen, wenn es irgendwie weiter ginge. Aber erstmal die Möglichkeiten eruieren. Ja. Dieser Stein da unten, der ist ja wohl sehr verdächtig. Okay. Na, geh doch mal hoch. Jetzt, danke dir. Oh, eine schwebende Pflanze. Ah, ja, okay, das sind Bränder. Oh, Kristallfreunde. Meine kristallinen Freunde sind wieder da. Eine Wurzel, komm her. Ui, ich dachte schon. Der bewegt sich nicht. Aber der Löwe, der nervt mich. Bei diesen Kristallfreunden, da habe ich jetzt keine Probleme großartigst. Aber beim Löwen. Hier gibt es noch Loot, gut, glaube ich. Nee, war nix. Okay, dann. Kleiner Feuersturm. Nein, wechsel doch endlich! Mann, das war Knappinger wieder. Das war wieder sowas von knapp. Okay, und da hinten ist noch so ein Löwe. Und diesmal stehen die sogar. Die meisten, die ich angetroffen habe, waren auch erst im Boden eingerammt. Und hier auch wieder eine Teleport-Plattform. Gut. Ja, Kobarde. Zack. 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 So zerbröselt nun mal der Kristallgolem. Da war doch ein Feldknöterich. Sehr schön. Oh, ein hohler Baum. Oh, in dem kann man sich sogar verstecken. Sehr schön. Ist der auch hohl? Nee, nicht ganz. Ah, wie schon gesagt, Kompliment an den Wobber. Black Pirate. Und natürlich Karim nicht zu vergessen. Ah! Das war Knappinger hier. Oh,
Jetzt aber ein bisschen... Hallo? Wieso bist du jetzt so zäh? Mann, oh Mann, oh Mann, nicht gedacht. Nicht gedacht, dass der so zäh ist. Hier war da noch was. Genau, richtig. Mitten im Kampf sieht man ab und zu mal so ein paar... Hier ist wieder eine Truhe. Na, bevor ich die Truhe mache, werde ich doch vorher erstmal auf jeden Fall mich frisch machen und den Löwen bändigen. So, da ich kaum noch Feuerstürme habe. Ach ja, nämlich ganz wenig noch. Muss ich wieder hier meinen Bogen zum Einsatz bringen. Gut. Den dann mal herlocken oder sie herlocken. Wo ist? Ja, genau, richtig. Juckt's noch? Jetzt juckt's wieder, genau, richtig. Teleporter. Portal. Okay, erstmal hier. Im hohlen Baum. Alter, die Bäume, klasse. Also da, wo ich spazieren gehe manchmal, in der Nähe der Stadt, der größeren Stadt, die es gibt, da gibt es tatsächlich auch so hohle Bäume. Oh, nee. Ich dachte, da wäre ein Drachenmoos oder wie das heißt. Wurzel. Die Musik ist leider wieder weg. Kommt bestimmt gleich wieder. Ui, Zirpennessel? Zirpennessel, Perfektor. Erstmal hier die Ecke mal ausbaldowern hier. Nee, hier ist nichts mehr. Ja, dann schreite ich jetzt zur Truhe. Und du wirst bestimmt nicht an sein. Nö, alles gut. So, Truhe hier. Speichern. Okay, ich nehme mal diesmal nicht den Kohlestein da oder das schwarze Erz zur Verlangsamung. Weil ich weiß ja nicht, wie lang die Nummer da ist. Okay, los weg. Jetzt will ich wissen, ah, da hinten. Sich was generiert, gut. Erstmal ein bisschen hier. Genau, die Bluthunde oder sowas oder Feuerteufel. Auch das noch. Die sind auch noch schnell. Oh, Feuer. Mal hier ein bisschen Speed geben hier. Feuerteufel sogar. Wow. Oh, da hinten steht noch einer, aber der ist nicht aktiv. So, Leute. Klar, Kombo nicht. Euer Teufel hat nichts. Und da hinten ist zum Glück der andere geblieben. Wow. So viel Zeit muss sein, liebe Freunde, damit wir den Feuerteufel da hinten auch noch eben kurz anteasern. Jawohl. Und, los, komm. So, jetzt besser. Einmal von rechts unten nach links oben hoch. Zack, zack. Und weg ist er. Ja, liebe Freunde, da war für die Folge mal hier wieder eine schöne, naturvolle Exkursion. Ach, was sage ich denn? Ihr wisst, wie ich es meine. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Liebe Grüße nach draußen und einen schönen Tag. Tschüss.